Das Tanzen war immer schon da in meinem Leben. Es war so mein, das war mein Lebensinhalt. Und dann musste ich das halt von heute auf morgen dann einfach aufgeben. Es ist fast ein bisschen kitschig, dass ich dadurch zum Gesang gefunden habe. Wir machen den ganzen Hit. Mal sehen, wie das klingt, wenn ich hier gegen hau. People, wir sind zurück, natürlich wieder mit einem wundervollen Gast, die Überfliegerin der österreichischen Popmusik und wahrscheinlich auch sehr bald übernimmt sie alles, was im deutschsprachigen Raum abzuräumen geht. Sie ist heute bei uns zu Gast auf dem Hausboot bei Sounds of Mattea. Hallo! Hallo! So eine schöne Vorstellung. Du hast auch einen so tollen Pullover an. Ja, der passt heute richtig thematisch auch zu unserem Hausboot. Geil, genau. Wir haben euch auch ein Aufnahmegerät gegeben, wie jedem unserer Gäste. Du warst nämlich Soundsammeln mit deinem Choreografen Torben in einem Tanzstudio. Genau. Und da muss ich, wenn ich so an Tanz und Ballett denke, dann denke ich auch immer an Schwansee. Ne? Ah, und auch so Black Swan. Du. Ja, also ja, generell ja, der ja, Schwan, ja. Deshalb ist es irgendwie auch passend. Ja, auch true, sehr gut. Wow. Boah, als hätte ich es geplant. Wir können hier auf jeden Fall viele Percussion-Elemente sammeln. Wird auf jeden Fall ein rhythmischer Song, ein mit gut vielen und geilen Drum-Sounds. Yes. Let's go. Let's go. Ist das unser erster Sound? Ja, ist das unser erster Sound? Das ist unser erster Sound. Perfekt. Ich habe Torben mitgenommen, weil er erstens meiner Meinung nach ein unglaublich guter Tänzer und Choreograf ist. Ich finde, er hat halt auch ein sehr gutes Gefühl für Rhythmik und Musik einfach. Ja, ja. Boah. Und die Sounds hast du uns mitgebracht, damit wir heute daraus einen Song basteln. Hast du eine bestimmte Vorstellung oder Erwartung, wie das am Ende klingen könnte oder sollte? Ich hatte schon so ein, zwei Ideen beim Sounds aufnehmen. Ey, perfekt. Ey, das klingt richtig geil. Yeah. Das gibt mir so Vibes von einem anderen Song. Put your graffiti on me, kennst du das? Put your graffiti on me. Und, ich wusste, dass du den Song kennst. Das war so ein Dancing-Ding, oder? Und der Song lebt von den Drum-Elementen eigentlich und von so ganz roughen Sounds. Und darauf hätte ich jetzt gerade irgendwie Bock. Krass, den kenne ich gar nicht, den Song. Nicht? Ey, es ist so krass, diese Circus, Britney Spears Phase. Ja, das also ist auch der ganze Sound, ist auch so genau die Zeit gewesen. Danger Hands, Timbaland, so ja, wie ja, die dann genau. diese Britney Sachen auch gemacht liebe haben. Diese Zeit. Ey, dann würde ich sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, ich habe hier schon den Ordner mit allem, was ihr aufgenommen habt, einmal vor mir. Und ich werfe die jetzt einfach ganz wild rein und wir gehen mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Ist das für die Blumen? Ist Wasser, oder? Bestimmt. Ich habe irgendwie Angst, dass es so ein ätherisches Öl ist oder sowas. Oder was? Oh. Was ist es? Das ist ätherisches Öl. Wirklich? Ja. Ah, da haben wir uns selber applaudiert, weil wir uns so toll fanden. Das ist das Outro vom Song dann. Ist so. Okay, wenn ihr wollt, dass das Outro vom Song ist, können wir uns das auf jeden Fall schon mal merken. Als Choreograf hat man ja sehr viel langjährige Erfahrung auch und man kann meistens schon anhand, wie eine Person zum Beispiel geht, sehen, hat eine Person Taktgefühl. Und bei Mattea war es so, dass ich einen Standard gesetzt habe, den sie komplett übertroffen hat und ich war so, oh okay, ich gehe nach Hause. Das Tanzen war immer schon da in meinem Leben, war so mein, das war mein Lebensinhalt und dann musste ich das halt von heute auf morgen dann einfach aufgeben. Das war jetzt eine große Leidenschaft und du hast es schon so mit 3 angefangen und dann hast du auch bei Wettkämpfen mitgemacht und dich auch immer weiterentwickelt. Mm. Und warum machst du es heute nicht mehr? Ich habe halt ganz viel Sport auch gemacht, also ich nicht nur tanzen. Ich komme auch aus einem Skigebiet und bin da auch Rennen gefahren und so. Ach, auch und richtig Wettkampf dann? Ja. Ah. Und hatte immer wieder ganz starke Schmerzen, generell in den Beinen, aber besonders halt in der Hüftgegend.
Dann, weil das auch beim Skifahren so sehr genau, krass immer diese. Das sind eigentlich Tanzen und Skifahren sind eigentlich so die zwei schlechtesten Sportarten. Mit Tennis, aber Tennis habe ich nicht gemacht. Weil man da auch so diese. Und weil du so Stop and Go die ganze Zeit hast. Die Ärzte haben mir halt echt einfach ans Herz gelegt, nicht mehr zu tanzen. Mir wurde das ganze Becken einmal da so durchgeschnitten und dann halt so auf die Seite geschwenkt, damit das wieder halbwegs real ist. War uns allen, glaube ich, nicht so bewusst, meiner Familie auch nicht, was da auf uns zukommt. Ich war da wochenlang im Krankenhaus, war auf ganz starken Medikamenten, habe ein Jahr Schule ausgesetzt, war ganz lange im Rollstuhl auch unterwegs und das war einfach ganz, ganz prägend für mich. Ich mache jetzt erstmal den einfachsten Rhythmus, den man sich vorstellen kann. Das ist quasi, also erstmal ist es so, ne, einfach so ein Takt, ein gleichbleibendes Ding. Und jetzt kann man quasi, also entweder einmal mit dem Bein, ne, mit dem Fuß auf dem Boden. Mhm. Und das 4 to the floor oder du machst halt. Das ist ein Disco-Beat. Genau. Und daraus kannst du dann so We Will Rock You machen, ne? Sowas, also so verschiedene. Machst du halt einen mehr oder weniger. Und ich mache jetzt einfach nur, damit wir mal kurz so eine Kombi haben. Auf jeden Schlag und die Snare, wenn man so will. Das erinnert mich. Summer of the high school and we first met. We make out in your Mustang to Radiohead. Uff, weißt du, was wir da gemacht haben? Diesen Sound müssen wir benutzen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Nein, komm, ich nehme das erstmal. Wirklich? Okay, ich bin ready. Deswegen habe ich ihm versprochen, wir müssen diesen Sound irgendwo benutzen. Einfach weil er sehr aufwendig produziert wurde, ja. Checkt auch unsere Sounds, beziehungsweise die ihr gesammelt habt und liked. Ladet die euch runter. Hier unten in der Beschreibung findet ihr alle Sounds, die Mattea und Torben gesammelt haben. Und ihr könnt daraus natürlich was Eigenes bauen und zuschicken. musik@klimansland.de und dann kommt ihr in unsere große, weite Community-Welt auf Soundcloud mit allen anderen Songs von allen anderen, die schon was eingesendet haben. Sehr cool. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Yeah. Ja. Das ist echt cool. Ich liebe auch, also wirklich, ich liebe einfach so Menschenstimmen auf oder hinter oder bei Sounds. Ja. Und jetzt habe ich schon so eine Art Grundrhythmus, wenn man will. Jetzt können wir natürlich auch sagen, man verändert die Kicks irgendwie hier und da oder macht nochmal eine Kick vor der nächsten. Der ist geil. Mhm. Den vielleicht zur zweiten Clap hin. Ja. Ich werf einfach rein mit gut Glück. Mach mal. Kann auch völliger Quatsch sein, aber manchmal passieren so die so geile Unfälle, Special Magic Moves. Ne, so für den Anfang. Das ist gar nicht mehr so schlecht, to be honest. Das ist eigentlich ganz gut sogar schon. Cool. Habt ihr euch geküsst? Nee, so das geil. Ist in dieser Choreo. Kann man in meinem Musikvideo zu wieder ich sehen. Lächeln auf den Lippen, ich bin endlich wieder ich. Ja. Den will ich drin haben. Wenn man die so ein bisschen auseinanderzieht und rückwärts macht. Ach so, genau. Und was man hier jetzt machen kann, ist quasi das, was man auch in dem Song, in dem Beispiel gehört hat. Also weißt du, ist da dieser Effekt reinkommt. Ich würde jetzt nur noch diese Melodie checken, ob man die so schon raufbekommt. Vielleicht sogar so, wie du die gespielt hast. Da. Ich würde, glaube ich, beim ersten, ich würde da, 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 da. Weißt du, so ganz leicht vielleicht ein bisschen? Und das Singen tatsächlich kam erst nach dem Tanzen. Ich war gerade auch dabei mit 14,
wechselt man von, also in Österreich, von Unterstufengymnasium auf Oberstufengymnasium. Und ich habe das gerade gewechselt in ein musisches Gymnasium. Mhm. Da konnte man den Tanz auch, also das konnte man als Hauptfach nehmen und darin maturieren, also Abitur machen. Mhm. Und da musste ich das leider einfach, ja, musste ich umsteigen. Und so habe ich zur Musik, zum Gesang, zum Songwriting erst gefunden. Das hat gar nicht so in meinem Leben so existiert, so präsent, wie es dann nach diesem Vorfall wurde. Ja. Das ist fast ein bisschen kitschig, dass ich dadurch irgendwie zum Gesang gefunden habe. Ich hätte wahrscheinlich sonst nie mit dem Singen so ernsthaft begonnen, aber das hat mir damals so viel Halt gegeben. Letzte Sache, die ich jetzt noch kurz machen würde. Dann können wir eine kleine Runde quatschen, ob man vielleicht aus diesem einen Ding einen Bass machen kann. Ja. Ja. Okay, super leise. Drück hier mal auf Loop. Und dann warst du auch bei The Voice. Du hast dann bei der Casting-Sendung mitgemacht. Da warst du dann wie alt? 17 war ich dann. Okay. Ich habe mich bei The Voice nicht beworben, weil ich mir dachte, ich möchte Sängerin werden. Also warum das war es gar nicht. Ich war da, weil ich einfach irgendwie Bock drauf hatte auf so ein Abenteuer. To be honest. Ich bin so ein Mensch, ich brauche immer ganz viel Sicherheit. Und für mich war es einfach klar, nach der Schule mache ich mein Studium und dann habe ich ein sicheres Leben, fertig. Und dann kam so der riesige Turn eigentlich bei The Voice und da war ich so, oh mein Gott, scheiß auf alles, ich mach Musik. Ich möchte Musik machen. Back on the track. Ich fand gerade so eine Akkordfolge interessant. Ich will kurz mal gucken, auch hier wieder nur rumprobiert. Ja. Das ist eben mein größtes Geheimrezept. Weißt du, irgendwie sowas? Und dann vielleicht nehmen wir den hier und pitchen den einfach nochmal runter. Und dann auch Effekte und so, ne? Es ist alles sehr trocken, deshalb genau, nicht auf Takt, bisschen aber theoretisch. Früher vielleicht. Genau, da hast du recht. Ich mach das nochmal, das ist ja total unprofessionell von mir. Sehr gut. Den Bass lasse ich auch nochmal außen vor, beziehungsweise man kann auch hier zum Beispiel bei diesem Oberheim checken, dass man mal so einen Arpeggiator anmacht. Mhm. Mach ich mal hier so Sync, On und dann. Viel zu schnell. Du hast auch einen Song geschrieben, dass es darum geht, dass du dich in deinen besten Kumpel verknallt hast. Genau, Chaos. Das war auch du hast ihm den krass. Song, du hast einen Song geschrieben und ihm gezeigt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Jein, ja. Also gezeigt, ja. Mhm. Vor der Veröffentlichung. Mhm. Da wusste er aber nicht, dass es um ihn geht. Genau, das ist okay. Krass. Also und er hört den, warte, ganz kurz. Ich will nur einen Moment mit dir zusammen. Er hört den Song und du bist die ganze Zeit so, fuck, checkt er das? Weiß ja, er das? Wie, genau wie reagiert er? Und er ist so, ja, ist ganz cool. Ja, es war genau so. Es war 1:1 so. Okay. Warst du dann erleichtert auch ein bisschen oder warst du eher, fuck, ich habe gehofft, ich muss es ihm nicht sagen. Ich habe gehofft, ich muss so Play drücken und der Song sagt ihm das jetzt. Beides. Mhm. Entweder du bist abgewiesen, die Freundschaft ist vorbei. Entweder es ist so ein Techtelmechtel und es ist irgendwann vorbei, beide sind heartbroken oder nur ich bin heartbroken. Oder es wird the love of your life und das macht auch irgendwie Angst. Also es ist irgendwie so total strange und ich hatte halt auch irgendwie Angst, diese gute Freundschaft zu verlieren. Das war alles irgendwie nicht so geil. Und so aus diesem Chaos ist dann auch Chaos entstanden, der Song. Chaos. Und dann, als der Song released wurde, dann hat das gepeilt. Dann hat das irgendwie gecheckt, weil ich ihm auch nie von einem anderen besten Freund erzählt hatte, ja, in den ich vielleicht Dingen verliebt wäre. Weißt du, ich hätte es ihm ja wahrscheinlich erzählt. Bester Freund, weißt du doch. Warte mal, wie viele? Ja, halt so, also nicht bester Freund, aber halt schon so sehr gute Freunde.
Ich glaube, die Leute wissen meistens, wenn sie angesprochen sind und ja, verstehen das entweder ganz gut oder halt nicht. Aber das ist mir egal, das ist die Kunst. Das muss gesagt werden. Wenn es gesagt werden muss, ob es jetzt gut oder schlecht ist, es muss gesagt werden. Und durch die Musik macht man das ja eigentlich eh auf einen sehr charmanten Weg, wie ich finde. Wie ist denn die Beziehung jetzt, also wenn du es sagen kannst und sagen magst? Danach, das war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit. Und ich glaube, man kann das ganz gut an meinen Folgesingles ablesen, was passiert ist. Okay. Ich möchte das jetzt gar nicht so genau erklären, weil ich finde, dann nehme ich auch so ein bisschen die Spannung raus. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal an euren besten Freund oder eure beste Freundin verliebt war. Mhm. Wenn ihr wollt, und ihr seid ja eh anonym im Internet wahrscheinlich, auch gerne, wie das ausging, als ihr es dann gesagt habt. Ich habe jetzt hier noch diese, ich glaube, das waren Schritte. Ja. Der kann ein bisschen leiser. Was war denn dein größter so Crush? Und, oder für wen wärst du den einen Schritt zu viel gegangen? Ultra-Fan war ich immer schon. Dua Lipa. Dua Lipa und Alicia Keys. Krass, aber ist Dua Lipa dabei? Ja. Das war jetzt nicht, das hast du jetzt nicht gesagt, weil ich es gesagt habe. Nee, aber hast du dich, ich dachte, du hast dich so gut informiert. Nee, das war nur geraten, weil ich die halt total toll finde. Ich finde die auch total toll. Sie ist mein Spirit Animal einfach. Und Alicia Keys. Ja, und Alicia Keys, die habe ich tatsächlich getroffen schon. Oh. Und das war wirklich krass. Also das war einer meiner Favorite Moments in meinem ganzen Leben, glaube ich. War das bei The Voice? Das war bei The Voice. Oh. Dann war da einfach fucking Alicia Keys. Ich konnte gar nichts mehr sagen einfach. Da habe ich mit ihr gemeinsam meinen Song gesungen und ich war einfach nur da und alles, was ich sagen konnte, war I love you, I love you. Und sie so I love you too. Und ich war so, oh mein Gott, das ist gerade der beste und peinlichste Moment gleichzeitig. Kannst du was auf dem Klavier spielen? Also mir reicht das schon, wenn du so, weißt du, so Kleinkram dazwischen. Okay. Mhm. Wir können das ja so als Instrumentalteil, wie so ein Dropdown benutzen. Ja, genau. Und dann kann man auch. Dann ist es ja egal fürs Schreiben. Was wollen wir textlich machen? Wir machen so diesen so einen Tanzmoment. Mhm. So wenn man mit jemandem tanzt, hatte ich nämlich gerade mal. Also es gibt so einige Bewegungen, die ich halt nicht machen kann. Ich versuche das so ein bisschen in Grenzen zu halten, aber es macht mir halt so viel Spaß und ich finde es so gut, dass ich dann einfach diese Schmerzen dann in den Folgetagen so ein bisschen in den Kauf nehmen muss, leider. Aber ich achte natürlich darauf, dass wir halt keine Schritte machen, wo ich schon merke, okay, das geht gar nicht. Vermisst du das Tanzen trotzdem noch aktiv? Das ist für mich auf jeden Fall ein abgeschlossenes Kapitel, aber nichtsdestotrotz ist es so ein schönes Gefühl, dann irgendwie für ein Video oder eben für vielleicht mal für eine Tour oder so halt da zu trainieren. Also auch wenn es jetzt nicht so in meinem Hauptfokus ist, es hat mich natürlich die letzten Jahre irgendwo beschäftigt und das dann wieder zu gewinnen ist schon sehr schön. Also es klingt ein bisschen makaber, aber ich bin sehr froh, dass es so war, wie es war. Also ich beschreibe mal dieses Gefühl. Wie ein Matthias Schweighöfer-Filmende. Wo alles ist wieder gut. Mhm. Die zwei vertragen sich wieder, sind wieder in love. Und dann kommt der Song. Mhm. Meine Mama hat da zu mir immer gesagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Wenn sie sich nicht öffnet, musst du sie aufreißen mit deiner eigenen Kraft. Und das möchte ich einfach den Leuten mitgeben, so, ey, ihr müsst einfach schauen, dass ihr diese Power in euch findet und die kanalisiert und dadurch wieder zu euch findet und zu eurem Glück einfach. Man muss das Glück manchmal ein bisschen zwingen.
wieder sehe, da fühle mich so frei, wie ich gerade vor dem großen Spiel stehe. Ich hatte mich verloren, alles da viel zu Staub und Erde. Ich würde sagen, wir nehmen das mal auf. Das ist ja wie immer sehr sportlich, unter Druck, die Sachen hier abzuliefern. Deshalb. Ja. Also man muss auch dazu sagen, 1,5 Stunden ist nicht die Norm. Nee, nur, also es gibt Leute, die schreiben 3 Wochen an einem Song. Ja. Hätte nicht gedacht, dass ich mein altes Ich mal wieder sehe. Doch für mich so frei, wie ich gerade vor dem großen Spiegel stehe. Ja, okay. Ja, genau die. Finally, what genau the fuck. Jetzt haben wir den Song quasi fertig, wenn man so will. Ja. Ist es in etwa das, was du dir vorgestellt hast von der Thematik und welche Sounds wir benutzen würden, die du dir am Anfang gewünscht hast? Voll, also soundtechnisch sind wir auf jeden Fall schon sehr nah dran an dem, was ich mir dabei gedacht habe. Mhm. Das freut mich auch sehr. Ich bin auch überrascht, dass wir jetzt doch so schnell irgendwie noch einen Text gefunden haben, weil es ist immer so, mit Pressure ist es meistens noch schwerer. Wir können auf jeden Fall stolz sein auf das, was wir heute geschafft haben. Das sehe ich auch so. Wir würden an dieser Stelle jetzt natürlich sagen, jetzt schalten wir den guten Torben dazu, damit er reacten kann, haben aber gerade erfahren, dass der heute einen Tanzjob macht, weshalb er leider nicht direkt hier mit uns per Bildschirm reacten kann. Aber wir zeigen euch, wie Torben das fand. Ich gehe durch diese Straße, das Licht brennt noch wie damals. Es sind schon fast 10 Jahre, dass ich das letzte Mal da war. Höre die Musik und wie sie durch die Glaswand klingt. Dachte, es wird zu viel, doch merk, wie mich der Raum in Arm nimmt. Hätte nicht gedacht, dass ich mein altes Ich mal wieder sehe. Doch für mich so frei, wie ich grad vor dem großen Spiegel steh. Ich hatte mich verloren, alles erfährt zu Staub und Erde. Dann wird was neu geboren, muss auch zuvor versterben. Ich habe mir geschworen, dass ich wie früher laufen werde. Einen Schritt zurück und 2 nach vorn auf diesem Haufen Scherben. Ich hatte mich verloren, alles erfährt zu Staub und Erde. Dann wird es neu geboren. Muss auch zuvor versterben. Ich habe mir geschworen, dass ich wie früher laufen werde. Einen Schritt zurück und 2 nach vorn auf diesem Haufen Scherben. Das ist das Auto vom Song. Ist so. Oh mein Gott, auch nur diese. Also der Track hört sich übelst futuristisch an. Und ja, was soll ich sagen, Mattea, you killed it. Und ihr habt das auch gekillt. Das ist krass. So, das war's jetzt hier mit der wundervollen Mattea bei uns auf dem Hausboot bei Sounds Off. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Dankeschön für die Einladung. Sehr gern. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu drehen. Mir auch. Und euch da draußen wünsche ich natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Folge Sounds Off. Das war's mit dieser Folge Sounds Off. Und wenn ihr mich gleich nochmal sehen wollt, hier unten rechts war ich zu Gast bei Worldwide Wohnzimmer bei Benny und Dennis. Und wenn ihr die Folge mit dem guten Lambert nochmal sehen wollt bei uns bei Sounds Off, klickt ihr da oben rechts. Aktiviert die Glocke und den Kanal abonnieren.